So, willkommen zurück. Havarie beendet. Also jetzt weiter mit der nächsten Folge. Die ist hoffentlich wieder normal lang. Genau, die sind fertig. Haben wir schon alles rausgenommen. Sehr gut. Ja, können wir eigentlich gleich neues Zeug einschmelzen, ne? Da ja mittlerweile unsere Ölvorräte echt dahin schmelzen, sag ich mal. Gott, wie war denn das? Plastik. Ist doch Öl. Schweinerei, ich schau mich alle in den Arsch. Ja, nächstes Mal gebe ich einfach wieder als englisches Wort ein. Das passt immer. So, brauchen wir 6 Stacks Blätter. Da schauen wir mal, von was wir ganz viele Blätter haben. Und wenn wir irgendwas viel haben, dann Blätter. Gut, so viele Blätter haben wir jetzt doch nicht. Aber. Achso, ist jetzt alles hier drin, ne? Ach, scheiße. Ah, Kacke. Diese 5 Blätter, die wir immer über haben, gehen wir auch schon wieder auf den Sack. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Sie versauen den gesamten Urlaub. So, Kiefernadeln, Apfelblätter, bababababa. Übrigens, ich habe durch eine Mitspielerin erfahren, dass wenn man die Dinger hier irgendwo aufhängt, da dran Äpfel wachsen. Habe ich. Ist mir neu, tatsächlich. Aber angenommen, ne, wir hängen jetzt hier einfach mal so ein paar Blätter auf. Ungefähr so. Für die Wissenschaft wohlgemerkt, ne? Also, hey. Gut, es ist wahrscheinlich auch voll cool, so eine Blätter direkt neben unserem AKW aufzubauen. Wenn jetzt hier dran wirklich Äpfel wachsen sollten, dann sind diese direkt radioaktiv verseucht. Wobei ich weiß gar nicht, ob es hier drin zu dunkel ist. Vielleicht sollte man es doch draußen machen. Die Frage ist, wo kann man hier schon Blätter hinsetzen? Wow, unser Haus ist so schön grün geworden. Ja, ich bin mal gespannt, ob hier oder da unten, vor allem wäre es geil, wenn es hier unten, Äpfel drunter wachsen. Das wäre super abstrakt. Ich werde es da definitiv nicht hängen lassen. Ist jetzt nur so als, ja, mal schauen. Wir haben. Ach ja, ich wollte Blätter mitnehmen. Schon wieder. Jetzt habe ich mich schon wieder voll abgelenkt. Hier, da brauchen wir ganz viel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alles. Ah, langsam geht unser Blättervorrat echt zu Neige. Huh? Und so viele haben wir gar nicht mehr hier. Ha. Gut, aber wir haben jetzt wieder 6 Dinger. Sollte erstmal wieder reichen, also als kleiner Vorrat. Ah, noch keine Äpfel. Und hier draußen? Na, mal schauen, wie lange die brauchen. So, haben wir schon mal Dings da Bums da. Jetzt haben wir auch haben wir alles für die Rohre. So, bevor ich hier komplett wahnsinnig werde, packe ich die 5 Blätter erstmal zurück hier. Ach ne, halt! Die kamen mal hier unten hin. Da. So. Sieht irgendwie voll witzig aus. Ich glaube, ich lasse es einfach. Einfach so als Optik. So, haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Wir haben Cleanstone. Wir haben, was auch immer das hier für ein Scheiß ist. Wir haben Blätter. Bam, bam. Ja, sieht gut aus. Und da geht schon wieder hin, der Dinger hin und her. Das heißt, unsere Rohre funktionieren perfekt. Ah, ne, der geht auch in die Richtung. Aber hier kommt alles zurück, oder? Ja, der kommt zurück. Das heißt, die gesamte Pipe funktioniert. Oh, ist das geil. Cool. Das ist schon echt cool. Das ist schon nice.
Schnieke. Super geil. Haben wir jetzt die Marke? Ja, doch, haben wir dabei. Ich dachte schon. Wir sind am Arsch. So schöne Sachen wandern hier durch. Alter, ah, das ist besser als Kino hier gerade. Cool. Eigentlich wäre es geil, wenn wir hinter dieser Pipe so ein RGB-LED-Stripe packen können und das Ding einfach komplett bunt leuchtet. Oder wir müssen einfach... Eine Idee, die ich nie umsetzen werde, die aber trotzdem geil ist, wenn wir die ganzen Sachen, die wir oben in den Drawern haben, die irgendwie per Anlage immer wieder rausziehen, also dahinter so eine Injektoren setzen. Ich weiß heute nicht, wie wir da mit den Pipes rangehen könnten, aber das könnte man schon behimmeln. Ne, da geht man mit dem Pipe von unten und von oben und von unten ran. Sind da bloß zwei Reihen. Ne, die obere Reihe wird dann halt von oben mit Pipes versorgt, die untere Reihe wird dann von unten mit Pipes versorgt. Und hinten, wo jetzt gerade unsere Pipes dran sind, da machen wir dann stattdessen Injektoren ran. Das heißt, dann ziehen wir den ganzen Stuff immer wieder raus und jagen das hier alles durch diese Pipes. Dann müsste die Pipe so voll sein, dass sie A, irgendwo platzt, nicht so gut, aber B, solange bis sie irgendwo platzt, schön bunt wäre. Like, richtig bunt. So, achso, ich muss erstmal unten den Einmarker setzen, damit ich weiß, wo wir da überhaupt hin markern müssen. Mann, ist ja groß. Ist ja fast so groß wie meinten. Ja, komm, geh mal. Das ist auch anstrengend hier. So. Mhm. 5 Meter. Ja, ich sag ja, wir sind schon. Oh, das dauert ewig. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Voila. Wir waren hinten schon viel zu weit. Ich setze mal hier eine Fackel hin. Erstmal so. Dann kommt die Fackel nämlich wieder weg. Ich meine, wir werden hier drinnen nie langlaufen. Das heißt, eigentlich ist es egal. Aber ich mache trotzdem einfach mal Stein hin. So. Haha. Haha. So. Achso, wir müssen ja erstmal irgendwie da. Ja gut, das war ja jetzt gut, dann och, das dauert ja hier ewig. Freibahn mit Marzipan. Wuhu. So, genau, wir fangen von unten an. Ist besser. Und wieder fallen. Oh, das ist aber ganz schön tief. Aua, aua, aua. So, und jetzt müssen wir hier immer bloß hier lang. Ey, ich sehe einen Schein. Oh, unsere Rohre sind zu Ende. Ja, sieht viel komplett aus. Oh, bin mal gespannt, ob da gleich Items lang Dings dann. Achso, halt, du kannst hier wieder weg. Hey. Wofür kommen wir noch keine Dinger? Lassen die sich nur Zeit oder kommt da gar nichts? Hm, aber wir wollen jetzt mal weiter und dann gucken wir mal. Schnauze! Immer dieser Schaf hier. Oh, halt, stopp. Jetzt rede ich.
So, wie gesagt, das Ding hier verlegen wir vor allem deswegen jetzt auf dem Boden, weil wir hier halt diverse Stellen frei haben. Da vorne mache ich jetzt eigentlich eher. Alter, dieser Pipe wird so lang. Holy Guacamole. Vor allem das Geile ist, wir könnten auf der anderen Seite einfach eine Kiste hinstellen. Wir könnten da einfach eine Kiste dran platzieren. Und die Kiste wird dann immer wieder automatisch voll gemacht. Wenn die Kiste irgendwann mal voll ist, dann gehen die Dinger wirklich auch wieder einfach zurück. Und immer wenn wir da irgendwas rausnehmen, wird es dann direkt wieder nachgefüllt. Zwar nicht zwangsweise mit dem Item, was wir rausnehmen. Das heißt, irgendwann ist einfach nur noch Müll drin, den wir nicht mehr brauchen. Dass da zum Beispiel massig Blei drin ist, zum Beispiel. Aber. So, ist aber hier. Kommt jetzt hier mal was oder was? Dann wirst du mal langsam hier was kommen. Ah, ja, Pipe funktioniert. Juhu. Ich hatte gerade schon Angst, dass wir die ganzen Dinger wieder hinten auseinandernehmen müssen, weil da doch irgendwo eine Lücke drin war. Aber, nö, hier kommt der erste Stuff. Cool. Let's go. Wieder schneller. Sehr geil. Gut. Das nimmt mir einen Stein vom Herzen. Denn das heißt, dass die Pipe bis hierhin funktioniert. Was schon mal sehr gut ist. So, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viele Pipes. Ich mache also erstmal nur so ein paar und taste uns hier langsam vor. Denn hier hinten ist ja schon ein Ende, weitestgehend. Das heißt, ab hier müssen wir sowieso gucken, wie wir dann denn hier weitermachen, ne? Ich würde das Rohr pa erstmal parallel zum Gleis weiterbauen, aber die Frage ist, ist bei dem Gleis genau das Gleiche. Warum haben wir keine Gleise mehr zum Beispiel? Das ist die Frage, die alle beschäftigt. Warum? Zum Fick haben wir keine Gleise mehr. Achso, weil wir den Stuff dabei haben, um Gleise zu bauen. Ach, Mann ey. Ach, Mann ey. Rail. Was? Oh, erstens war das der falsche Button. Und zweitens erinnert mich das daran, dass wir immer noch das Recht haben. Und das ist der Grund, warum ich mir das Recht mal wieder wegnehme. Give. Damit nämlich genau das nicht passiert. So, ich wollte nämlich eigentlich darauf. Danke. So, da gib mir mal. Ah, ich mach mal 50 Gleise erstmal nur. So, und hier müssen wir nämlich erstmal mit Schotter arbeiten. Schotter war hier. Da. Wird wieder dunkel? Wo ist die Sonne? Ich glaube, ja, es wird dunkel. Ah, nee, ach nee, das ist. Okay. Da hatte gerade schon die Sonne, ist hinterm Horizont verschwunden. Oh, da war ja was. Ah, Mist, wir haben keine Bäume mitgenommen, ne? Also hier Baumstämme. Oh, doch, haben wir. Zwar eigentlich für was anderes, aber gut. Ja. Das Gravel geht bis dahin, das heißt, du kommst nach da. Wobei, nee, ist Bullshit. Nax habe ich nicht dabei, ne? Verdammt. Weil auf dem Baumstamm Kies raufpacken, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, der Baumstamm muss auf der Höhe, wie das Kies ist. Damit man da direkt das Gleis draufpacken kann. Ja, keine Angst, Guys, wir sind gleich fertig. Dauert nur 3 Jahre. Haben fertig. Jetzt ist die Frage, ab wo fangen wir mit dem Baumstamm an? Ich würde den Baumstamm, ah genau, müsste direkt hier nämlich drauf liegen lassen.
So, dass er quasi auch schon auflehnt an der Stelle. Ja. Genau, hier, da geht es direkt weiter. Das heißt, ich kann dann hier direkt einfach übergehen, drüber gehen lassen. Da kommen wir jetzt sogar schon eine Lücke. Ah ja, die haben wir selbst gemacht. Die Lücke hier. So, dann liegt sie nämlich hier auch direkt wieder auf. Das heißt, wir brauchen hier gar keinen Stamm. Sondern wir machen. Gute Frage. Wie viel war? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das heißt, wenn wir zwei Stämme machen, haut das überhaupt nicht hin, weil alles kacke ist. Ach, drauf geschissen. Einfach hier so einen Baumstamm hin. So. Und dann machen wir hier noch einen Baumstamm hin. So, jetzt haben wir hier eine 6er Lücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So, so müsste das passen. Voila. Yeah. Und jetzt können wir hier drauf direkt das gleich weiter verlegen. Also ist natürlich die Frage, wie wir denn das Rohr verlegen. So, gib mir nochmal 27, danke schön. Oh. Hier fehlt noch ein bisschen Gravel. Ja, wie gesagt, wir den Apier weitermachen. Das ist eine große Frage. Deswegen lasse ich den Apier erstmal offen. Nächste große Frage ist, wie wir das mit der Pipe machen. Oh, dachte gerade schon, ich falle vielleicht runter. Verdammt! Ich bin schon wieder so voll. Ich hasse mein Leben. Tralalala. 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 Weg mit dir. So, geht doch. Du noch da. Weg. So, Gleise brauchen wir nämlich jetzt erstmal keine mehr. Das heißt, die leise Sachen können schon mal hier in die, zurück in die Packung. So, dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz hier. Easy. Die Rohre. Na gut, da brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viele. Die Frage ist halt, ich würde mit dem Rohr vielleicht hier unten einfach lang gehen. Da würde ich aber noch mal gucken, ob hier auch wirklich alles protected ist. Bis zum Boden hin. Sieht aber soweit gut aus. Ich grab mal hier ein bisschen Erde weg. Ja, okay, ist bis zum Boden protected. Aber weil hier unten halt hier. Aha. Ja, okay. Ist bis zum Boden durch protected. Gut. Ne, wie gesagt, sobald hier irgendeine Stelle nicht protected ist, könnte man an der Stelle das Rohr einfach durchtrennen und dann eine Kiste hinstellen und dann hätte man ganz viele Rohstoffe for free. Und das wollen wir natürlich nicht. Ganz klarer Fall. So, jetzt ist die Frage, das heißt, das Rohr kommt da unten irgendwo runter. So. Der würde mich jetzt das Rohr einfach hier unten lang gehen lassen. Na gut, kann man auch gleich hier lang gehen lassen. Gut. Geht mal hier noch. Ah, wenn wir noch ein paar mehr brauchen. So.
So. Jetzt die Frage, wie machen wir jetzt hier? Eigentlich wäre es doch günstiger gewesen, einfach hier oben lang zu gehen und dann auf der Flucht zu bleiben, ne? Na gut, jetzt bleiben wir hier unten. So, easy. So, und hier müssen wir nämlich jetzt dann irgendwie wieder hoch. Verdammt, ich komm nicht mehr durch. Ach, leck mich doch, als ob ich da nicht springe. Ich fick euch alle im Dreivierteltakt. So, darauf, darauf. Jetzt kommt's da hoch. Jetzt komme ich hier hoch. Und schon weiß ich nicht mehr weiter. Ja, super. Natürlich gleich 2 Steine weg. Egal, dann machen wir es so. So. Und zwar. Weißt du was? Leck mich. Bam, 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 bam. Och komm. Ist doch nicht wahr. So, haben wir hier eine schöne Trasse gebaut. Und schon geht's da wieder hoch. Tada! Jetzt haben wir da unten gerade mal 2, 3 Knicks. Genau. Da haben wir plus 2 Knicks. Ja gut, plus der da oben. Und da sieht das Ganze schon ein bisschen gewollter aus. So. Wir haben unsere Blaubeeren gar nicht dabei. Okay, dann können wir jetzt. Oh ja, uns fehlt wieder Rohre. Herzallerliebst. Die geht aber auch weg wie Butter hier, ey. Oh, reicht's erstmal. Hab ich doch gerade Blei gesehen, oder? Bist du doch gleich hier? Da, da ist Blei. Hui. Bup. Bup. Sehr schön. Also bis da oben hin. Ey, 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 jetzt rede ich. Bis da oben hin funktioniert unsere Pipe erstmal. Das ist doch schon mal sehr geil. Ich muss schon sagen, ich bin sehr zufrieden. Und schon geht's wieder zurück. Ab zum Absender. Ja. Gut, dann haben wir das doch schon mal soweit fertig. Muss mal überlegen. Wie gesagt, die Frage ist, wie machen wir jetzt hier an der Stelle weiter? Ich sehe gerade, ach doch, da. Denn ist der Pinöbel. Das heißt ja noch eine relativ weite Strecke zu meistern. Ist natürlich die Frage, ob wir nicht erstmal tatsächlich hier einfach nach rechts, also nach hier abbiegen.
Und dann hier wieder abbiegen. Und da müssten wir also ziemlich auf der Flucht rauf. Ah ne, da hinten wollen wir bauen. Aber mal ein bisschen. Dort haben wir nicht dabei, natürlich nicht. Warum sollte man auch dort mitnehmen? Hat doch Fan dort dabei. Ha. Genau, hier wäre dann unsere Base. Das heißt, hier machen wir mal richtig großen Kackstift hin. Unser Gleis ist da hinten. Eieiei. Nee, machen wir anders. Also gut, den können wir gleich mal stehen lassen hier. Oh, aber. Und zwar gehen wir mit dem Gleis dann doch hier bis vorne hier vorne ran. Und machen dann. Ach genau, hier. Gehen ein bisschen vorne ran. Machen hier das Ablenker. Und gehen dann mit dem Gleis ungefähr so. Bis wir dann hier auf unserem Bahnhof machen. Ne? Also die Stelle, wo wir dann halt aussteigen können und so. Das ist dann so schön vom Haus entfernt, nicht zu nah. Ne, so dass wir da so noch so einen kleinen Feldweg bauen können oder sowas. Ne, so ein bisschen schön ausschmücken. Also da gibt es auf jeden Fall noch Ideen, die wir da realisieren können. Oder auch müssen. Das heißt, wir können hier direkt eigentlich an der Stelle weiterbauen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Von daher, bis dann.